Hallöchen, meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Wie ihr erkennen könnt, habe ich hier einen riesengroßen Stapel und wisst ihr, was das ist? Das ist meine Leseliste für den Juli 2020. Und wenn ihr neugierig seid, welche Titel das alles auf meine Leseliste geschafft haben, dann bleibt es gerne dran bei diesem Video. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Bock ich einfach aufs Lesen habe. Und deswegen musste ich mir eine gigantische Leseliste zusammenstellen, einfach um eine tolle Auswahl an Büchern zu haben. Und ja, das habe ich getan. Es sind insgesamt, glaube ich, 10 Titel. Zählt mal mit. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege. Das weiß ich erst, wenn ich das Video dann schneide und das alles einfüge. Aber ich glaube, es waren 10 mittlerweile. Und ich freue mich auf jeden Einzelnen und hoffe wirklich inständig, dass ich viele davon schaffen werde. Bei dem einen oder anderen bin ich mir nicht so sicher. Da schwanke ich gerade, lese ich den oder den. Es sind viele Hörbücher. Ihr kennt das von mir. Ich höre wirklich mehr Hörbücher gerade, als ich das ich lese, weil ich einfach nicht so viel Lesezeit habe. Aber mal gucken. Ihr wisst, ihr findet alle genannten Titel unten in der Infobox verlinkt. Schaut dort unbedingt mal vorbei. Ansonsten dürft ihr mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das freut mich immer ungemein und es ist ein tolles Feedback, ebenso wie eure Kommentare, auf die ich mich natürlich sehr freue und ich immer gerne lese. Ihr dürft mir auf Goodreads oder Instagram unter Jessie Melody of Books folgen und da einfach reinschauen, wie mein Leben so hinter der Kamera weitergeht und einfach meine Lesefortschritte mitverfolgen. Und natürlich könnt ihr auch auf den roten Abonnieren-Button klicken, um nicht ein einziges Video auf meinem Kanal zu verpassen. So, das war's. Jetzt kommen wir zu den ersten beiden Titeln, wo ich halt am Schwanken bin, lese ich den oder lese ich den. Das werde ich, denke ich, recht spontan entscheiden. Und zwar ist es zum einen Ein Kleid aus Seide und Sternen von Elizabeth Lim aus dem Carlsen Verlag. Ich freue mich irgendwie so richtig extrem auf diesen Titel, denn er hört sich so vielversprechend nach Mulan an, dass ich richtig Bock darauf habe, das zu lesen. Aber gleichzeitig würde ich auch gerne diesen Titel hier lesen, und zwar Unter dem Zelt der Sterne von Jen Bennett aus dem Carlsen Verlag. Und jetzt bin ich so ein bisschen im Struggle. Rechts, links, Mitte, Fantasy, nicht Fantasy, was tue ich? Das hier spricht mich so an, weil ich gerade Offline ist es nass, wenn es regnet lese und das ja hier so ein bisschen in diese Richtung geht. Und das spricht mich einfach an, weil es diesen Mulan-Charme hat. Und jetzt weiß ich nicht, was tue ich? Ich drehe mich nach rechts, ich drehe mich nach links und bin total verwirrt. Ich weiß es nicht. Wirklich, bei den beiden Titeln bin ich so am Schwanken, wie so ein Fähnchen im Wind. Vielleicht schaffe ich ja beide, wer weiß das schon, aber ich glaube nicht dran. Leseverhalten ist einfach worst case. Echt richtig schlecht. Naja, aber mal gucken. Also, in ein Kleid aus Seide und Sternen geht es um Maya, die davon träumt, die beste Schneiderin des Landes zu werden. Doch dieses Handwerk ist nur den Männern vorbehalten. Als der Kaiser dann zu einem Wettbewerb Rom um das Amt des Hofschneiders ausruft, verkleidet sie sich als Junge, um daran teilzunehmen. Dann wird aber die Aufmerksamkeit des geheimnisvollen Magiers Eden auf sie gezogen oder sie gelenkt. Und ja, die beiden stehen sich Herausforderungen gegenüber, die alles verändern. Hört sich wahnsinnig cool an und ich freue mich sehr darauf. Und mal gucken, vielleicht wird es dann tatsächlich dieser Titel. Wir werden sehen und lassen uns mal überraschen vom Lesemonat Juli. Oder es wird halt eben jener dieser welcher Titel, bei dem es um Zori und Lennon geht, die beste Freunde waren und dann nochmal für kurze Zeit mehr als das. Doch seit dem Homecoming-Ball letztes Jahr herrscht Funkstille zwischen ihnen. Ihre Familien haben sich auch nichts mehr zu sagen. Doch dann wird ein Camping-Trip mit Freunden zum Desaster und Zori strandet in der Wildnis zusammen mit dem Jungen, der ihr das Herz gebrochen hat, nämlich Lennon. Auf sich allein gestellt und ohne die Möglichkeit, einander aus dem Weg zu gehen, kommen endlich all ihre Gefühle zum Vorschein. Aber Zori und Lennon haben die beiden einfach den Mut, nochmal ganz von vorne anzufangen. Das stellt sich so als Frage, hört sich mega cool an und wie gesagt, habe ich einfach so Bock drauf, weil ich gerade Offline ist es nass, wenn es regnet, lese und das ja auch so ein Flair hat. Und deswegen hätte ich da irgendwie Lust drauf, weil mir das gerade gut gefällt. Aber wer weiß, ich gucke mal, was dann meine Hand macht, wenn ich zu einem neuen Buch greifen muss. Jetzt zwei Titel, wo ich einfach anfangen möchte und Bock habe, loszulesen. Zum einen ist das dieses Schätzchen hier, nämlich Cursed Kiss von Alana Falk, Gods of Ivy Hall. Weil ich weiß, dass der zweite mit der Reihe schließt sozusagen. Also es ist eine Dilogie und deswegen könnte ich jetzt ja mal getrost anfangen.
Hierbei geht es um Erins Lippen, die sehr gefährlich sind, denn sie ist keine normale Studentin am Ivy Hall College. Sie ist eine Rachegöttin im Dienste von Hades und dazu verdammt, jungen Männern mit einem Kuss die Seele zu stehlen. Niemals darf sie sich verlieben, das ist Erins wichtigste Regel, bis sie auf einer Verbindungsparty Ardren begegnet und plötzlich alles anders ist. Ardrens Nähe, seine Blicke, seine zufälligen Berührungen wecken Gefühle in ihr, die sie nicht empfinden darf, denn ein einziger Kuss würde sein Schicksal besiegen. Hört sich mega cool an, ich freue mich drauf, hat griechische Mythologie Intus, also ist perfekt für mich und ja, würde ich sehr, sehr gerne diesen Monat beginnen und dann hoffentlich nächsten Monat mit dem zweiten Band auch wieder beenden. Ich weiß gar nicht, ob dies ein erster Band oder ein Einzelband ist. Ich wäre sehr verbunden, wenn es nur ein Einzelband wäre, denn das wäre irgendwie schön, ich weiß nicht. Dann fängt man es an, hat ganz viel Spaß und dann ist es auch zu Ende. Das ist immer eigentlich ganz nett. Und zwar ist es Wüstenprinzessin des ewigen Eises von Ellie Sparrow, was ich hier in der Hand halte, aus dem Carlsen Verlag. Ich habe einfach richtig Lust darauf, denn seit sie denken kann, ist Prinzessin Aviana dazu bestimmt, den Thron des Wüstenreiches zu besteigen. Doch nur wer die Magie des Feuers beherrscht, ist auch würdig, das Land Irelia zu regieren, Jessie. Für Aviana scheint dies zu einer unüberwindbaren Hürde zu werden, denn die Flammen wollen ihr einfach nicht gehorchen. Als ihr Vater davon erfährt, wird Aviana enterbt und dem kühlen Herrscher von Glacien versprochen, dem Land der Eismagie. Für die Prinzessin ein einziger Albtraum, auch wenn der Eiskönig einen merkwürdigen Sog auf sie ausübt. Hört sich richtig cool an, ich hab Bock, ich will Magie, ich will irgendwie Fantasy, ich hab da gerade einfach richtig Lust drauf, obwohl Sommer ist und ich sonst üblicherweise mehr so Liebesgeschichten lese, habe ich diesen Monat einfach richtig Bock auf Fantasy. Liegt vielleicht unter anderem daran, dass ich gerade das Flüstern der Magie höre und mich das total in seinen Sog gezogen hat. Das war jetzt viel, was ich anfangen würde, was entweder Einzelband oder Einstieg in eine Reihe ist. Und deswegen dachte ich, okay, Jessie, das geht gar nicht. Du musst irgendwie noch ein paar Reihen fortsetzen oder beenden, irgendwie sowas. Deswegen habe ich mir auch rausgesucht, Skullduggery Pleasant. Die Diabellerie bittet zum Sterben. Whatever. Ich kann es nicht aussprechen. Ich bin richtig schlecht. Sprachen sind überhaupt nicht meins. Ich bin ja mehr so der Naturwissenschaftler, wobei ich da auch Chemie nicht sonderlich mag. Mathe. Ich mag Mathe. Mathe ist gut. Sicheres Terrain. Da gibt es Regeln, die befolgt man und dann läuft's. Lesen ist manchmal echt kompliziert. Sprache ist kompliziert. Ja, ich muss unbedingt weitermachen, einfach weil ich angefangen habe und den guten Vorsatz hege, die Reihe dieses Jahr zu beenden. Das ist jetzt hier der dritte. Es sind ja 9 in der ersten Reihe und dann geht es ja irgendwann so Spin-off-mäßig weiter. Ich weiß nicht genau, wie sich das verhält. Das finde ich dann heraus, wenn es soweit ist. Erstmal muss ich die Hauptreihe, diese erste Reihe beenden. Ich bin gespannt, was Skullduggery und Stephanie erleben werden. Oder Valkyrie Unruh heißt sie ja. Und lass mich einfach mal überraschen, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, schaut einfach selbst vorbei, das sind ja so Geschichten, die hört man einfach mal so schnell weg, das ist jetzt nichts oder liest man auch einfach so schnell weg, die sind nämlich ultimativ groß geschrieben und sind wahrscheinlich auch eher für jüngere Leser, juckt mich nicht, mag ich trotzdem ganz gerne, ist immer mal wieder eine nette Unterhaltung für zwischendurch, nichts Weltbewegendes, was mich jetzt total umhaut, aber ihr sagt ja, das kommt alles noch, das steigert sich von Band zu Band, also in Band 1 und 2 war das nett, aber nichts, was mich jetzt so total platt gemacht hat, wisst ihr, was ich meine? Ja, bestimmt wisst ihr das. Dann einen zweiten Band, auf den ich mich so krass freue. Ich freue mich wirklich. Der erste hat mich vom Hocker gehauen und hat mich richtig gecatcht. Und ich war Feuer und Flamme, habe mich dann aber zurückgehalten. Aber jetzt will ich es einfach wissen, wie es ausgeht. Es ist One True Queen, aus Schatten geschmiedet von Jennifer Benkow aus dem Ravensburger Verlag. Können wir bitte einmal dieses traumhaft schöne Cover würdigen? Es ist ein absoluter Traum. Ein Hingucker lässt mich fast schmelzen und macht mich sehr glücklich. Und ja, ich freue mich drauf, jetzt herauszufinden, wie die Geschichte um unsere Protagonistin Mylin weitergeht. Und ja, ich freue mich einfach. Und ihr müsst One True Queen lesen. Es ist wirklich episch, richtig genial. Mega gut. Jennifer Benkow hat hier einen rausgehauen. Der ist unglaublich. Jetzt machen wir nochmal genau das, was ich eigentlich nicht tun wollte, nämlich erste Bände in die Kamera halten, weil ich sie unbedingt lesen möchte. Und zwar ist es zum einen Wie is for Virgin von Kelly Oren aus dem One Verlag. Ihr wisst, ich liebe Kelly Oren. Ich habe ein bisschen Angst, weil Cinder und Ella, den zweiten habe ich immer noch nicht gehört, aber ich möchte trotzdem Wie is for Virgin ganz dringend jetzt hören. Und dabei geht es um
Valeries Herz wurde gebrochen. Ihr Freund hat sie verlassen, weil sie nicht mit ihm schlafen wollte. Das Ganze geht dann auch noch viral. Und der Rockstar Kyle Hamilton steht vor ihrer Tür. Er ist der Leadsänger der Band Trails. Und der hat sich persönlich zum Ziel genommen, sie zu verführen. Doch mit einer Sache hat Kyle nicht gerechnet. Val bereitet ihm ganz schön Herzklopfen. Hört sich mega cool an. Ich freue mich drauf und hoffe, dass es einfach bombastisch wird. Kelly Oram hat ja eine ganz besondere Art zu schreiben und Dinge zu vermitteln. Mich hat sie mit Cinder und Ella wahnsinnig überrascht und überzeugt. Ich habe es mega gehypt und bin gespannt darauf, wie das jetzt sein wird. Und dann, ich kam nicht umher. Ich muss einfach. Es geht nicht anders. Es muss von mir gelesen und geliebt werden. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und zwar Truly von Ava Reed. Was soll ich sagen? Es ist wunderschön. Es ist von Ava signiert und es macht mich einfach allein beim Angucken glücklich. Es ist einfach wunderschön und ich freue mich darauf und ich hoffe, dass es mich begeistern kann und mich verführen wird und einfach mir ganz tolle Lesestunden oder Hörbuchstunden bereiten kann. Und ja, ich berichte euch hier hoffentlich, sobald ich es gelesen habe. Es geht um Andy, die nach Seattle kommt ohne Job, Geld oder Wohnung und sich hier den Traum erfüllen will, endlich von vorne anzufangen mit ihrer besten Freundin, alles um sich herum vergessen möchte und irgendwie ihr Leben in den Griff kriegen will. Doch dann lernt sie Cooper kennen und er zieht sie einfach an und verwirrt sie gleichzeitig und obwohl sie genug Sorgen hat, lässt er sie einfach nicht los. Sie will wissen, wer er wirklich ist, doch manche Geheimnisse haben sehr tiefe Wunden hinterlassen und sind eigentlich besser, wenn man nicht darüber redet oder sie herausfindet. Doch ihr wisst, wie das ist. Das klappt meistens in New Adult Büchern nie und ich freue mich auf den ersten Roman in diesem Genre, das ich von Ava lesen darf. Erst den ersten Roman, den ich von Ava in diesem Genre lesen darf. Das war grammatikalisch richtig. Dann übermannte mich nochmal das schlechte Gewissen, weil ich halt wieder viele erste Bände mir rausgesucht habe, weshalb ich dann nochmal zu ein paar Folgebänden oder finalen Bänden gegriffen habe. Zum einen zu Ashes and Souls von Ava Reed, Flügel aus Feuer und Finsternis aus dem Löwe Verlag. Ava schreibt nicht nur hoffentlich nur Ava gut, sondern auch Fantasy mega. Ich freue mich auf den abschließenden Band zu dieser Dilogie und bin sehr gespannt, was passieren wird. Ich liebe es. Ich liebe Elvas Bücher. Das war übrigens in Truly, waren auch gerade zwei Karten drin. Ich habe sie euch nicht gezeigt, Asche auf mein Haupt. Aber ja, ich freue mich einfach sehr auf Ashes and Souls und bin einfach sehr gespannt. Ist für mich eine Reihe, die in die Richtung von Dark Elements geht. Wenn ihr ein bisschen so eine Empfehlung haben wollt, dann schaut auf jeden Fall bei Ashes and Souls vorbei. Es lohnt sich richtig. Zu guter Letzt, dann noch rausgesucht, habe ich mir den zweiten und finalen Band von Lovely Curse, Botin des Schicksals aus dem Ravensburger Verlag von Kira Licht geschrieben. Ich hatte ja beim ersten Mal lange Zeit gar keinen Plan, worum es geht. Obwohl ich den Klappentext gelesen hatte, war das dann so irgendwie aus meinem Kopf gelöscht. Und dann hatte ich gar keine Ahnung, was eigentlich dieses Buch von mir möchte, welche Fantasy-Elemente sich drehen, bis es dann irgendwann so im letzten Drittel rauskam. Und ich dachte, ah, cool. Cool, hey, sowas hast du noch gar nicht richtig gelesen. Dann habe ich mir den Klappentext nochmal durchgelesen und habe gedacht, okay, du hättest es rausfinden können, es stand hinten drauf. Blöd. Ich weiß nicht, worum es im zweiten Band geht oder wie es weitergeht. Ich weiß nur, dass der erste so blöd geendet hat, dass ich mich richtig geärgert habe. Erstens hat es einen Cliffhanger und zweitens hat die Protagonistin was gemacht, worüber ich mich einfach nur geärgert habe. Und ich nur gedacht habe, Mädchen, warum tust du das? Was ist nicht richtig mit dir? Egal, genug geärgert über die Protagonistin. Ich freue mich jetzt darauf herauszufinden, ob sie ihren Weg gehen wird und auch den richtigen Weg und die richtige Entscheidung treffen wird. Ich glaube ganz inständig daran und freue mich sehr darauf, das Ganze für mich zu beenden und hoffe, dass ich damit zügig anfangen werde. Ich weiß gar nicht, mit welchem Buch ich zuerst starten soll. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr als erstes lesen würdet. Ich brauche ganz dringend eure Hilfe und ja, das war's von mir und diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Video. Bye, meine Lieben.